Ja, meine Damen und Herren, vielen Dank auch für die Einladung hierher. Als Zürcher hat man nicht so oft Gelegenheit, in Bern etwas zu machen. Wir haben schon einiges gehört von Herrn Plüss und von den beiden Vorrednern über die Zukunftsvisionen. Und ich setze auch bei diesem Stichwort ein. Jede Zukunftsvision entsteht ja in einer ganz bestimmten Gegenwartssituation und ist davon mitgeprägt, wie der Visionär, die Visionärin die Erfahrungen, Entwicklungen versteht, die zu dieser Gegenwart geführt haben. Daher ist jede Zukunftsvision, die wirklich eine Vision sein will und nicht bloß wolkige, unverbindliche Wunschvorstellungen enthält, eine Intervention im Präsens. Sie beschreibt nicht primär, was sein wird, sondern richtet den Blick, den Glauben und das Tun auf die Adressaten und Adressatinnen, auf das Entscheidende. Diese gegenwartsbezogene Funktion von Visionen zeigt schon ein Blick in die Bibel. Johannes der Täufer ruft jenen, die ihn am Jordan aufsuchen, zu: Schon ist die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Er bezweckt eine unmittelbare, eine tiefgreifende Umkehr seiner Zuhörerinnen und Zuhörer und damit eigentlich das Gegenteil dessen, was er sagt. Die Botschaft der Vision lautet ja: Nur wenn ihr euer Verhalten ändert, wenn ihr euer Herz für Gott öffnet, dann wird der Baum eures Lebens nicht umgehauen, sondern er wird sein, wie es der erste Psalm sagt, wie ein Baum gepflanzt an Bächen voll Wasser, der zur rechten Zeit seine Frucht bringt und dessen Blätter nicht welken. Verpasst diese Chance nicht, sondern ergreift sie, und zwar sofort. Und auch Jesu Vision, die in einem gewissen Sinn ein Gegenstück zu der von Johannes dem Täufer ist, spricht ja von einem Baum, in dessen Zweigen die Vögel des Himmels nisten und der ein großer Baum sei. Aber er hat nicht die Absicht, unseren Blick auf die große und großartige Zukunft des Reiches Gottes oder gar der Kirche zu richten, sondern es geht ihm, wie es im Gleichnis ja heißt, um das Senfkorn, das ein Mann nahm und in seinen Garten säte. Auch dieser Vision geht es also um die Gegenwart und um die Aufforderung, deren Chancen nicht zu übersehen, die im Kleinen und Unscheinbaren liegen. Deutlich wird die Gegenwartsbedeutung von Visionen aber auch an ganz aktuellen Beispielen. Jedes Jahr gibt das Bulletin of the Atomic Scientists die sogenannte Doomsday Clock, also die Weltuntergangsuhr, stellt sie jedes Jahr neu. Und das erfolgte am 24. Januar 2019, also ziemlich genau vor einem Monat, von einem Gremium, dem 17 Nobelpreisträger angehören, und sie stellten die Uhr auf 2:12. Das wegen vorfehlender Abrüstungsverhandlungen, Donald Trump, der den Einsatz von Atomwaffen befürworte, und wegen der Klimaerwärmung, die Millionen von Menschen existenziell bedroht. Und noch weiter geht, bezogen auf die Kirche, der ehemalige Abt von Einsiedeln, Martin Werlen. Er veröffentlichte letztes Jahr ein Buch mit dem Titel »Zu spät«. Es sei nicht mehr, wie er es früher oft formuliert hatte, 11:55, sondern bereits 11:55, eben zu spät. Während es 11:55 darum gehe, zu retten, was zu retten ist, und die letzten Kräfte zu mobilisieren, um die Kirche vor dem Absturz zu retten, gilt es 11:55 zu anerkennen, dass es für vieles zu spät ist, dass Chancen vertan wurden, dass es keinen Weg zurück mehr gibt, was allerdings kein Grund sei, zu resignieren, sondern einen neuen, unbelasteten Aufbruch ermöglicht. Sowohl die Wissenschaftler, die warnen, es sei ökologisch und friedenspolitisch 2:12 für den Planeten, als auch der Mönch, der sagt, die Zeit für eine Neuorientierung der Kirche sei eigentlich bereits abgelaufen, wollen provozieren, im Sinne von herausrufen, provo,
vocare, bewegen, erschüttern, aufrütteln. Im Buch von Martin Verlen lässt sich das bereits am Untertitel ablesen. Er lautet: Eine Provokation für die Kirche, Hoffnung für alle. Weil es Visionen um die Gegenwart geht, richtet sich auch mein Blick zunächst einmal nicht auf die Zukunft, sondern auf das Heute. Denn immer nur hier und jetzt entscheidet sich, ob der Baum der Axt zum Opfer fällt und ob die Kirche die Senfkörner der Gottesherrschaft sieht oder übersieht. Zu unserer Gegenwart gehört, dass unsere Gesellschaft mit vielen Umbrüchen und Transformationen konfrontiert ist und damit, dass alles immer schneller und immer schneller gehen soll. Sämtliche Teilsysteme unserer Gesellschaft sind herausgefordert und tun sich schwer mit diesen Zumutungen. Der Staat, die Politik, die Wirtschaft, die Bildung, das Gesundheitssystem, die Kommunikation, die Medien, die Altersvorsorge. Der Zeitdiagnostiker Paul Virilio prägte dafür den Begriff rasender Stillstand. Alles bewegt sich schnell und schneller und trotzdem scheint man nicht wirklich voranzukommen. Es ist kein Wunder, dass sich auch die religiösen Organisationen schwer tun mit der Gegenwart und mit der Entwicklung von Zukunftsperspektiven und dass die Einschätzungen bezüglich der Bedeutung von Religion in einer solchen Gesellschaft stark divergieren. Die einen beurteilen die Rolle der Kirchen und Religionsgemeinschaften positiv. In dieser unübersichtlichen Zeit vermitteln sie Sicherheit, Orientierung, Werte, Zusammenhalt. Sie verweisen auf Dimensionen des Lebens, die über das Materielle hinausgehen und in den Bereich des Unverfügbaren gehören. Ihr gesamtgesellschaftliches Engagement wird positiv beurteilt, teils auch mit staatlichen Geldern oder mit der Kirchensteuer für juristische Personen finanziell entschädigt. Andere beurteilen die Rolle der Kirchen und der Religionsgemeinschaften kritisch. Sie erinnern an das Gewaltpotenzial und an Konflikte, die ihre Wurzeln in religiösen Absolutheitsansprüchen haben. Sie weisen darauf hin, dass gewisse ihrer Überzeugungen im Widerspruch zu unserer freiheitlichen Gesellschaftsordnung stehen, sei es mit patriarchalen Mustern, sei es mit einem Weltbild, das den Erkenntnissen der Wissenschaften verschlossen ist. Den großen Kirchen schließlich wird vorgeworfen, sie verteidigten rechtliche und finanzielle Privilegien, ohne die sie ihren ohnehin geschwächten Rückhalt gänzlich verlieren. Für die positive wie auch für die kritische Sichtweise gibt es gute Gründe und auch Argumente. Und die Kirchen und ich glaube auch die Gesellschaft tun gut daran, beide Sichtweisen ernst zu nehmen und daraus Konsequenzen zu ziehen. Die anerkannten christlichen Kirchen in der Schweiz, die großen vor allem, sind stark damit konfrontiert, dass ihr Verhältnis zum Staat zum Dauerbrenner geworden ist. Permanent wird irgendwo das Staatskirchenrecht revidiert und beschäftigen Vorstöße zu religionspolitischen Fragen die Parlamente. Und die Kirchen müssen anerkennen, die Großen, dass es bezüglich der statistischen und religionssoziologischen Entwicklungen keinerlei Anzeichen für eine Trendumkehr gibt. Der Anteil der Mitglieder an der Gesamtbevölkerung ist anhaltend rückläufig. Die Zahl der Konfessionslosen nimmt zu, die Religions- und Kirchenlandschaft wird bunter und vielfältiger. Auch innerhalb der großen Kirchen ist der Pluralismus so groß, dass Religionssoziologen von Protestantismen und auch von Katholizismen im Plural sprechen. Und sie sprechen davon nicht nur, weil sie an die christkatholische und die römisch-katholische Kirche denken, sondern sie stellen diese Vielzahl von Katholizismen auch innerhalb der römisch-katholischen Kirche fest. Auch im gleichen geografischen Raum, in der gleichen Stadt oder Region koexistieren unterschiedliche Katholizismen und Protestantismen. Ein schönes Beispiel haben wir im Referat von Herrn Zeindler gehört mit diesem Fest. Man muss zuerst einmal ganz unterschiedliche Gottesdienste feiern und erst dann kann man auch das Gemeinsame entdecken. Die Großkirchen, denen in der Schweiz im Jahr 1910 noch 98% der Bevölkerung angehörten, im Jahr 1970
also 60 Jahre später noch 95% der Bevölkerung, die kommen heute noch auf einen Anteil von knapp 60%. In den Städten Genf und Basel sind es bereits weniger als 50%. In der Stadt Zürich sind die Konfessionslosen die größte Gruppe. Die beiden christlichen Großkirchen sind also auf dem Weg zur Minderheit in der Gesellschaft. Bei den Reformierten wirkt sich das da und dort bereits finanziell aus. Den Katholiken geht es insgesamt noch gut, aber auch das wird sich ändern. Nur einen Seitenblick werfen kann ich auf die anderen christlichen Kirchen, das heißt die Freikirchen und die Orthodoxen. Die Mitglieder der orthodoxen Kirchen kommen hauptsächlich aus dem Balkan, aus Russland, dem Nahen Osten oder Griechenland. Als Teil der schweizerischen Kirchenwirklichkeit werden sie bisher noch wenig wahrgenommen, obwohl es auch schon recht viele sind. Die zahlreichen Freikirchen sind von der Reformation geprägt. Ihr Hauptmerkmal ist das hohe Engagement ihrer Mitglieder. Sie haben ein gottesdienstliches und gemeinschaftliches Leben entwickelt, das von der heutigen Musik- und Eventkultur geprägt ist bei vielen und junge Menschen in großer Zahl anspricht. Ihre öffentliche Wahrnehmung ist relativ bescheiden. Am ehesten wird man auf sie aufmerksam, wenn sie mit einem Event ein Fußballstadion füllen oder wenn es in reformierten Kirchgemeinden zu Konflikten zwischen landeskirchlich und stärker freikirchlich orientierten Gruppen kommt. Diese Skizze unserer Situation wäre unvollständig, wenn nicht auch die geistige Situation und die Lage des Glaubens zur Sprache kämen. Cicero, das deutsche Magazin für Kultur, hat 2018 den Philosophen Peter Sloterdijk an die Spitze der Liste der wichtigsten Intellektuellen im deutschsprachigen Raum gestellt. Sein Buch zum Thema Religion trägt den Titel »Nach Gott«. Viel Beachtung hat auch das Buch des Soziologen Hans Joas gefunden vor ein paar Jahren, das unter dem Titel »Glaube als Option« erschienen ist. Beide Formulierungen sprechen etwas Zentrales für die aktuelle religiöse Situation in unserer Gesellschaft an. Man braucht Gott heute nicht mehr. Das Erlösungsangebot des Christentums wird gesamtkulturell und individuell weitgehend nicht mehr benötigt. Man merkt häufig gar nicht mehr, dass einem etwas fehlt, wenn Gott fehlt. Die Fragen, auf die der Glaube an Gott und die Erlösung die Antwort waren, haben für viele Menschen in unserer Gesellschaft an Bedeutung und Dringlichkeit verloren. Dieser Verlust wirkt sich auch auf die Kirchen und ihre Rolle in der Gesellschaft aus. Etwas Typisches dafür ist der Wandel in der Begründung, warum das der Staat die Religionsgemeinschaften unterstützt. Und hier nehme ich jetzt doch das Zürcher Beispiel. Während früher die Pfarrer als Diener des Gottes Wortes ordiniert vom Staat finanziell unterstützt wurden, kommt der Staatsbeitrag heute mit der Begründung, wegen des gesamtgesellschaftlichen Engagements würden sie vom religiös neutralen Staat unterstützt. Der Verlust an existenzieller Relevanz des Gottesbezugs, der trifft die Kirchen mitten ins Herz, denn wo die Sehnsucht nach Gott erlischt und der Eindruck entsteht, dass Gott nicht mehr notwendig ist, braucht es keine Kirchen mehr. Der Soziologe Franz Xaver Kaufmann hat diese veränderte Grundsituation treffend so auf den Punkt gebracht. Es geht den Kirchen in jeder Hinsicht gut, mit einer Ausnahme, dass sie den Kontakt zur Seele der meisten Menschen verloren zu haben scheinen, sie also innerlich nicht mehr ansprechen können. Nicht nur von außen, sondern auch aus den eigenen Reihen der meist distanzierten Mitgliedern schlägt dem Christentum der Verdacht entgegen, es antworte auf die Nöte und Ängste der Menschen nur noch mit verbrauchten Geheimnissen. Charles Morero, bis vor kurzem noch Präsident der Schweizer Bischofskonferenz, sagte Anfangsjahr in einem Interview, die grundlegende Herausforderung bestehe darin, einer Gesellschaft, die glaubt, nichts mehr davon erwarten zu können, zu zeigen, dass sich das Christentum lohnt. Ein
für mich sehr eindrückliches Bild für diese Situation stammt vom französischen Jesuiten Michel de Certeau. Der schrieb ein Buch, das auf Französisch La faiblesse de croire heißt, also Glaubensschwachheit. Und er sagt darin: Einst stellte eine Kirche einen Boden bereit, das heißt ein fest umrissenes Terrain, innerhalb dessen man die soziale und kulturelle Garantie hatte, dass man auf dem Acker der Wahrheit wohnte. Heutzutage ist das Christentum, ähnlich jenen majestätischen Ruinen, aus denen man Steine bricht, um damit andere Bauten zu errichten, für unsere Gesellschaften zum Lieferanten eines Vokabulars, eines Schatzes an Symbolen, Zeichen und Praktiken geworden, die anderswo neue Verwendung finden. Jedermann macht auf seine Weise Gebrauch davon, ohne dass die kirchliche Autorität ihre Verteilung steuern oder ihrerseits ihren Sinngehalt definieren könnte. Daher besitzt der christliche Körper keine Identität mehr. Fragmentiert und zerstreut hat er seine Gewissheit und seine Kraft verloren. Zurückbleiben die in aller Stille gebliebenen, aber kraftlos gewordenen Strukturen und überall kleine Gruppen, die das Zusammensein pflegen, anstelle des nicht mehr existierenden Körpers frohen Mutes einen Diskurs entwickeln. Angesichts dieser komplexen Situation im schweizerischen Kontext Zukunftsvisionen für Kirchen und Gesellschaft zu formulieren, die eben mehr sind als fromme Wünsche, ist schon grundsätzlich nicht einfach. Und die Aufforderung, diese Vision aus römisch-katholischer Sicht, wie es mir aufgetragen wurde, zu entwickeln, lenkt den Blick auf mindestens drei zusätzliche Komplikationen. Die erste: Die römisch-katholische Kirche in der Schweiz ist Teil der Weltkirche. Die römisch-katholische Kirche in der Schweiz ist Teil einer Weltkirche, deren Schwerpunkt sich in den letzten Jahrzehnten zunehmend nach Lateinamerika, Asien und Afrika verlagert. Der Blick der Weltkirche ist nicht mehr primär auf die europäische, von Aufklärung, Reformation, Menschenrechten, Demokratie und Wohlstand geprägte Kultur gerichtet. Immer wichtiger und drängender wird, was in jenen Weltteilen geschieht, in denen Armut, Gewalt, Korruption und die bereits spürbaren Folgen des Klimawandels und zerstörter Lebensgrundlagen das Leben prägen und wo die katholische Kirche teils massiv von missionarischen Freikirchen konkurrenziert wird und trotzdem da und dort noch zahlenmäßig wächst. In der Zukunftsvision der katholischen Weltkirche spielen die rund 3 Millionen Katholiken aus der reichen, zunehmend entkirchlichten Schweiz eine geringe Rolle. Und ich denke, wenn wir aufmerksam verfolgen, was Papst Franziskus tut und sagt, tun wir gut daran, auch das vor Augen zu halten. Sein Horizont, seine Blickrichtung ist nicht Zürich oder Bern, sondern sind wohl andere Megastädte, Megacities in unserer Welt. Zudem hat die Zugehörigkeit zur Weltkirche in Zeiten zunehmender Migrationsbewegungen für unsere katholische Kirche in der Schweiz eine weitere Auswirkung. Längst ist unsere katholische Kirche keine ausschließlich helvetische Wirklichkeit mehr, sondern migrantisch geprägt. Ein Drittel der Kirchenmitglieder haben eine Migrationsgeschichte. Sie bringen andere Mentalitäten, auch andere theologisch-kirchenpolitische Sichtweisen mit. Viele Seelsorger der katholischen Migrationsgemeinden beurteilen den für sie fremden kirchlichen Kontext in der Schweiz eher negativ, was zur Folge hat, dass sie sich abgrenzen und dazu neigen, ihre noch wahrhaft katholische Migrationsgemeinde vor den Gefahren der säkularisierten oder protestantisierten Schweizer katholischen Kirche fernzuhalten. Die katholische Kirche in der Schweiz ist dank ihrer migrantischen Prägung einerseits größer, lebendiger, bunter, andererseits aber auch zusätzlichen kircheninternen Spannungen ausgesetzt. Die zweite Komplikation: Die römisch-katholische Kirche befindet sich in einer tiefgreifenden Krise, die meist als Missbrauchskrise bezeichnet wird. Mit dem Missbrauch von Vertrauen und Macht,
der Zerstörung unzähliger Biografien meist junger Menschen ist ein katastrophaler Glaubwürdigkeitsverlust verbunden. Für den 21. bis 24. Februar, also für nächste Woche, hat Papst Franziskus die Präsidenten sämtlicher Bischofskonferenzen zu einem Krisengipfel nach Rom gerufen. So etwas gab es noch nie. In Frage gestellt ist nicht nur die moralische Integrität. Es steht zur Debatte, ob der Missbrauchsskandal dazu zwingt, sich als Kirche neu zu positionieren. In der Genderfrage und der Sexualethik, in Bezug auf fehlende Gewaltenteilung und ungenügenden Rechtsschutz für die Kirchenglieder. Ein Weiter wie bisher ist in dieser Situation undenkbar. Auch wenn die katholische Kirche in der Schweiz statistisch von Missbrauchsfällen weniger betroffen ist als andere, steht sie vor der gleichen Frage. Sie akzentuiert sich bei uns allerdings stärker als in Fragestellung des Priesteramtes, das zölibatären Männern vorbehalten ist. Das hat auch mit unserer Entwicklung zu tun, wo wir schon früh nach dem Konzil Laienseelsorger und Seelsorgerinnen einbezogen haben in die Gestaltung des Kirchenlebens und die aber ihren Platz immer noch nicht wirklich bekommen haben. Und das Dritte, die römisch-katholische Kirche ist massiv mit internen Konflikten konfrontiert. Diese Krisensituation hat die schon länger bestehenden internen Spannungen massiv verstärkt und es tritt zutage, dass die Konflikte bis in die höchsten Hierarchiestufen in großer Härte ausgetragen werden. Ein reformorientiertes Lager fordert, ermutigt durch Papst Franziskus, dass die Kirche den Klerikalismus und ihre vormoderne Ordnung überwindet. Georg Betzig, Bischof von Limburg, sagte am 24. Januar dieses Jahres, die Kirche muss sich in gewisser Weise neu erfinden, damit sie für die Menschen wieder wichtig wird. Das sind für einen Bischof ungewohnt deutliche Worte. Ganz anders sehen jene die Zukunft der Kirche, die sich als Gegner des Reformkurses von Papst Franziskus profilieren. Sie orten das zentrale Problem des Missbrauchskrise in der Homosexualität und damit im sündigen Verhalten einzelner Amtsträger. Und daraus folgt, was bisher mit Blick auf die Kirchenstrukturen wie mit Blick auf die Sexualität als göttliche Ordnung erkannt wurde, muss nicht geändert werden. Im Gegenteil, man muss es richtig leben und durchsetzen. Demzufolge braucht es keine Reformen und die Machtverhältnisse in der Kirche bleiben gewahrt. Noch komplizierter wird die Situation dadurch, dass auch jene, die wie Papst Franziskus und andere Bischöfe den Klerikalismus überwinden wollen, nicht nur Teil, sondern auch Nutznießer des klerikalen Systems sind, aus dem sie ja kommen, auch wenn sie es überwinden wollen. Sie äußern und verhalten sich deshalb manchmal selbst widersprüchlich und das macht die Situation schwierig und unübersichtlich. Dieser Blick auf die Gegenwart legt nahe, beide Visionen vor Augen zu haben. Jene von der Axt, die schon an den Baum gelegt ist, und jene von den Senfkörnern des Gottesreiches, die es nicht zu übersehen gilt. Auch für die Feststellung, es sei für vieles 2:12 oder vielleicht sogar schon zu spät, auch für diese Vorstellungen gibt es wichtige Argumente. Abschließend halte ich 5 Punkte fest. Erstens, die römisch-katholische Kirche in der Schweiz wird, wie die evangelisch-reformierte, zahlenmäßig an Bedeutung einbüßen, was auch mit der Zeit zu veränderten Rahmenbedingungen führen wird. Dieser Prozess ist keine Zukunftsmusik, er ist im Gang. Gesellschaftliche Relevanz und spirituelle Leuchtkraft werden nicht mehr auf flächendeckender Präsenz beruhen, sondern auf einzelnen Menschen und auf Gemeinschaften, konkreten Projekten und Initiativen, in denen das Evangelium in Wort und Tat greifbar wird. Zweitens, die innerkatholische Vielfalt ist Bereicherung und Chance, aber auch Quelle ernster Konflikte.
Entschuldigung. Diese Zauberformel, die wir oft verwenden, von der Einheit in der Vielfalt, droht zu einer unverbindlichen Floskel zu verkommen, wenn die katholische Kirche es nicht schafft, ein Konfliktmanagement zu entwickeln, um fähig zu werden, mit Vielfalt umzugehen und nicht in Grabenkämpfen stecken zu bleiben. Das Dritte, Papst Franziskus hat in den ersten Jahren wichtige Anstöße für Reformen gegeben. Nun wird zunehmend deutlich, wie stark er im Gegenwind steht und dass er selbst Anteil hat am klerikalen System, das er anprangert. Wenn die mit ihm zurückgekehrte Freude des Evangeliums auch in der Schweizer Kirche aufblühen und Bestand halten soll, braucht es die Entschiedenheit, trotz Irritationen auf dem eingeschlagenen Weg weiterzugehen und weder zu resignieren, noch jenen Gehör zu schenken, die den Teufel an die Wand malen. Viertens, die Kirche muss der radikal veränderten Lage des Glaubens Rechnung tragen, denn diese prägt zunehmend das Lebensgefühl in und außerhalb der Kirchen. Dietrich Bonhoeffer fand dafür schon 1945 eine Kurzformel: Vor und mit Gott leben wir ohne Gott. Während das traditionelle christliche Alltagsbewusstsein verschwindet, richtet sich eine oft diffuse Sehnsucht suchender Menschen auf die Mystik der offenen Augen, auf eine Spiritualität, die die Augen vor den Schrecken und Brüchen des Lebens nicht verschließt und die weiß, dass Gott nicht zu haben ist und trotzdem nicht ohne diesen Gott auskommt. Diese Herausforderung dringt erst langsam ins Bewusstsein. Sie wurde durch die vermeintlich äußere Stabilität der Strukturen lange verdeckt. Und fünftens, die geschichtlich gewachsenen Strukturen, das soziale Engagement, die kulturellen Aktivitäten, die guten staatskirchenrechtlichen Rahmenbedingungen haben für Kirchen und Gesellschaft einen großen Wert. Es gilt, ihnen Sorge zu tragen. Aber wenn die Kirchen ihre Daseinsberechtigung primär von ihrer Rolle als gesamtgesellschaftliche Akteure herleiten, sind sie in Gefahr, sich selbst zu säkularisieren und aus den Augen zu verlieren, dass sie Kirche Gottes sind. Für die Kirchen können ihren Glutkern und ihre Identität nur bewahren, wenn sie das Doppelgebot nicht aus den Augen verlieren, dass sie existenziell und konkret an ihren Gott bindet und das, so bin ich überzeugt, nicht zufällig zuerst die Liebe zu Gott nennt. Höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit deinem ganzen Denken und deiner ganzen Kraft. Als zweites kommt hinzu, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Könnte das vielleicht eine Art Zukunftsvision sein? Eine Kirche, die sich ganz und gar diesem Doppelgebot verschreibt und auch ernst macht mit dem Nachsatz Jesu, kein anderes Gebot ist größer als diese beiden. Ich danke Ihnen.